Hast du dich jemals gefragt, wer bin ich eigentlich? Und wie könnte sich mein Leben verändern, wenn ich das wirklich wüsste? Wieso mir diese Frage geholfen hat, erzähle ich dir heute. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wenn du neu da bist. Mein Name ist Pascal und auf diesem Kanal dreht sich alles um Minimalismus, das Leben unterwegs und Selbstoptimierung. In den letzten Wochen habe ich mich hingesetzt und darüber nachgedacht, wer ich eigentlich bin und wie diese Erkenntnis mein Leben verbessert hat. Heute möchte ich mit dir teilen, wie du durch Selbstdefinition und Minimalismus dein Leben transformieren kannst. Oft leben wir unser Leben, ohne wirklich zu wissen, wer wir sind. Wir lassen uns von äußeren Einflüssen leiten, anstatt von innen heraus zu leben. Ich habe gemerkt, dass ich oft unzufrieden und orientierungslos war, weil ich nicht wirklich wusste, wer ich eigentlich bin. Dabei geht es gar nicht darum, neue Ziele zu setzen, sondern um ein Fundament zu legen für ein entspannteres und erfülltes Leben. Also habe ich angefangen, mich hinzusetzen und zu definieren, wer ich bin. Zum Beispiel, ich möchte öfter joggen. Also habe ich mir gesagt, ich bin ein Läufer und Laufen macht mir Spaß. Ich bin Minimalist, mit Konsum kann ich nichts anfangen. Ich sammle lieber Erfahrungen und Momente als Gegenstände. Ich liebe es, kreativ zu sein. Meine Kamera ist kein Gegenstand, den ich besitze, sondern ein Tool, um meine Kreativität auszuleben. Ich bin ein Künstler und Filmemacher. Videos erstellen ist meine Leidenschaft. Und wieso definiere ich mich mit 33 neu? Ganz einfach. Ein Beispiel. Früher in der Schule haben wir einen IQ-Test gemacht und in diesem IQ-Test hatte ich 78. Somit habe ich eigentlich immer gedacht, ich bin einfach dumm. Irgendwann später, etwa so mit 28, habe ich wieder mal einen IQ-Test gemacht und dann habe ich 134. Aber ich habe das Ganze gar nie wirklich so ernst genommen. Ich dachte, ja nein, es kann nicht sein, ich habe damals 78. Es kann nicht sein, dass ich einen IQ von 134 habe. Und dann habe ich die Therapie angefangen. Und in der Therapie hat sie mir dann gesagt, das ist typisch ADS. Früher in der Schule hat mich das Ganze einfach nicht interessiert. Und dadurch habe ich einfach irgendetwas angehökelt oder geschrieben bei diesem Test. Und so ist ein IQ von 78 rausgekommen. Und später habe ich mir dann wirklich Mühe gegeben. Und es ist 134 rausgekommen. Und da gibt es noch ganz viele so Sachen, die früher in der Schule waren. Zum Beispiel auch Sport. Ich hatte zwar eine gute Note im Sport, aber Fuss ist mir immer gesagt worden, ich bin nicht der Schnellste, ich bin nicht der Beste im Fußball und so weiter. Aber vor 3 Jahren habe ich dann angefangen zu trainieren für einen Halbmarathon. Nach über einem Jahr Training war dann der Lauf und ich hatte 1 Stunde und 31 Minuten. Und das hat mir einfach gezeigt, ich bin nicht schlecht im Sport, sondern wenn man wirklich etwas will und hart dafür trainiert, dann kann man es auch schaffen. Und wirklich so viel, was jetzt in der Therapie rauskommt, wo ich wirklich einfach immer gedacht habe, ich bin dumm, ist immer zurückzuführen auf das ADS und dass mein Hirn einfach anders funktioniert. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, auch mit 33 sich nochmal neu hinsetzen und sich fragen, wer bin ich wirklich? Weil eigentlich ist mir ziemlich sicher einiges besser als das, was einem von früher mitgegeben worden ist. Check up. Aus. Bravo. Indem ich mich so definiert habe, habe ich eine positive Einstellung zu mir selber entwickelt und einiges hat sich in den letzten Wochen zum Positiven geändert. Das sind 5 Fragen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, wer du wirklich bist. Stopp doch das Video kurz, um alle Fragen durchzugehen und beantworte sie doch direkt in Kommentaren oder irgendwo auf einem Blatt Papier. Du siehst, man kann im Leben alles sein. Nicht der Job definiert dich, sondern was du in deiner Freizeit machst. Nimm ein Blatt Papier und schreib drauf, wer du bist.
und mache dir eine Erinnerung im Kalender, um das Manifest irgendwann wieder anzupassen. Denn wir verändern uns immer wieder. Stillstand ist der Feind des Fortschritts. Nur wer sich bewegt, entdeckt neue Wege und findet zu sich selbst. Zum Beispiel, wenn ich Kritik bekomme, dann frage ich nachher, wie meinst du jetzt das? Wie kommst du auf das? Durch diese Rückfrage kann man Kritik wirklich von sich abblocken lassen und vor allem auch verstehen, wieso das jemand auf das kommt. Wieso kommt jetzt die Kritik? Und oft kommt halt Kritik nur, weil das Gegenüber unzufrieden mit sich selber ist. Das darf man nie vergessen. Bevor wir hier weitermachen, will ich von dir wissen, wer bist du eigentlich? Schreib es doch in die Kommentare. Und wenn du mir helfen willst, dann abonniere doch den Kanal und gib mir einen Daumen hoch für das Video. Vielen lieben Dank. Wissenschaftlich betrachtet gibt es interessante Studien, die zeigen, dass Selbstdefinition und Klarheit über die eigene Identität zu mehr Zufriedenheit und Erfolg führen. Eine Studie der University of California hat gezeigt, dass Menschen, die eine klare Vorstellung von sich selbst haben, widerstandsfähiger gegenüber Stress sind und bessere Entscheidungen treffen. Lang im Leben wird uns vorgegeben, wer wir sollten sein. Wir gehen in die Schule, haben Mathematik, Physik, Geschichte und so weiter. Und wir sind nicht alle Mathematiker, Physiker oder Historiker. Nachher wählen wir einen Job anhand der Fächer, wo wir gut gewesen sind. Aber nur weil wir in diesen Fächern gut gewesen sind, heisst das nicht, dass das auch unsere Leidenschaft ist. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Wer bin ich eigentlich?». Der Titel entstand, weil ich das Wort eigentlich oft verwende. In der Grammatik ist es nur ein Füllwort, aber für mich hat es etwas Philosophisches. Es regt uns dazu an, uns selbst zu hinterfragen und unsere wahren Bedürfnisse zu erkennen. Dieses Buch hat mir geholfen, mich noch tiefer mit der Frage auseinanderzusetzen, wer ich bin und was mich wirklich ausmacht. Und ich kann es nur empfehlen, dir solche Fragen regelmäßig zu stellen, denn nur so findest du deine Leidenschaft. Den Link zum Buch gibt es in der Videobeschreibung und es hat sogar ein Kapitel über mich im Buch. Zusammengefasst, wenn wir definieren, wer wir wirklich sind, kann das die Stellung zu sich selber extrem verändern. Auch Minimalismus hat mir im Leben extrem viel geholfen. Ich habe schon viele Videos über Minimalismus gemacht. Ich werde in der Videobeschreibung eine Playlist verlinken mit all meinen Videos über Minimalismus. Danke, hast du mein Video bis zum Schluss geschaut. Wenn du mehr über Minimalismus wissen willst, dann klick auf das Video. Wenn du aber lieber der bist, der gerne reisen geht, dann kannst du das Video anschauen. Nicht vergessen, abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Fast vergessen, hab Fleiss und mach mehr aus deinem Leben. Ciao zusammen.